dass du irgendwie nicht am richtigen Ort suchst. Ich bin kein Vollidiot, okay? Wenn ich am richtigen Ort suchen würde, könnten wir nach Hause gehen. Ich sage nur, dass ich nichts sehe. Bitte gehen Sie weiter. Irgendwas. Das ist Sache der Polizei. Verdammt, hör gefälligst auf, so zu reden. Das ist nun mal meine Stimme. Ich kann es nicht ändern. Alles klar. Weißt du was? Wir hätten den Vogelmann fragen sollen. Er hätte vielleicht was gewusst. Das hat aber nichts gebracht. Wir wissen doch beide, dass... Oh Mist, die sind hier! Drei von Wades Jungs! Sie reden mit den Leuten! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden! Sie müssen mich hier rausholen! Bitte, in ihrem eigenen Interesse! Birdie, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Machen Sie nichts Dummes, ich werde das regeln. Keine Spur vom Vogelmann. Was? Hey, was wollen Sie eigentlich? Wir haben hier unten gerade Silvester. Hi, wo bist du? Ja, ich melde mich wieder. Ach, komm schon. Na, dann nimm dieses sprudelnde Zeug oder ich krieg was. Du weißt. Hey, Ihr Kollege. Ist der hier irgendwo? Drüben beim Tanzstudio. Die Treppe runter.
unserer Gesundheit. Das werden wir alle verzeihen. Zeit, alles wieder in den Griff zu kriegen. Birdie sagt, dass der Stripclub-Besitzer Dom Osmond Blake Dexters Informant ist. Er hat den Waffenhändler auf Victorias Spur gebracht. Ich werde ihn aus dem Spiel nehmen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Persönliche Anmerkung. Birdie hat mir diese Information nicht gegeben, weil er ein gutes Herz hat. Er würde durch Osmonds Tod viel gewinnen. Dieses Bündnis ist sehr zerbrechlich. Ich muss vorsichtig sein. Hallo? Nein. Hallo? Nein, nein. Hallo? Nein, nein.
vorstellen können. Sehen Sie, ich gebe Ihnen eine kostenlose Probe. Er ist mit diesem Cowboy weg. Ganz übler Zeitgenosse. Wollten in die Innenstadt, glaube ich. Zu spät, 47. Ich muss tun, was zu tun ist. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft.